Also das ganze Thema der KI und der Originalideen, die ja Walster für die Industrie 4.0 hatte, die haben wir wieder aufgegriffen. Wir mussten halt feststellen in den letzten 10 Jahren, dass diese ursprüngliche Idee wirklich dieser vierten Revolution, dass sich alles ändert, dass eine Produktion ganz anders aufgebaut werden muss, dass das verwässert wurde. Das ist aber völlig normal, wenn es in die industrielle Praxis kommt, dann fängt man an, ja mit kurzfristigen Lösungen zu arbeiten. Und dann war es häufig, ja, wir nehmen Daten aus den Anlagen raus und gucken uns die mal in der Cloud an. Dann dachte man, man wäre fertig. Aber das ist nur ein kleiner Schritt. Das war natürlich ein wichtiger Teil der ganzen Industrie 4.0-Entwicklung. Aber es geht eigentlich tatsächlich um viel, viel mehr. Und Herr Walster hatte damals schon diese große Vision von autonomen Produktionsmodulen entwickelt. Und genau diese Idee haben wir wieder aufgegriffen, haben dafür jetzt nochmal einen neuen Begriff definiert, nämlich das Production Level 4, was eigentlich nochmal zeigt, in welche Richtung wirklich oder was das Ziel von Industrie 4.0 ist, nämlich diesen Level zu erreichen. Das heißt, eine Fabrik mit Produktionseinheiten, die unabhängig sind, die mit KI halt so viel wie nötig ist in sich arbeiten und die ich dann relativ schnell rekonfigurieren kann. Das heißt, ich kann Module austauschen, ich kann Produktionsschritte austauschen, ich kann neue dazu bauen, ohne dass ich Horden von SPS-Programmierern brauche, die dann in spezialisierten Programmen in der Tiefe herumkramen. Und das war eigentlich genau der Punkt. Und also da war wirklich diese ursprüngliche Idee wieder aufzugreifen und wieder präsent zu machen für uns der Treiber.